Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann reist zu seinen Terminen noch in einem herkömmlichen Auto an. Dass die Autohersteller aber mit Hochdruck an der Mobilität der Zukunft arbeiten und bereits Ergebnisse vorweisen können, konnte er beim Automotor- und Sportkongress in Stuttgart erleben. Die Möglichkeit, die Zukunftsmusik live zu hören, die ließ er sich nicht nehmen. Und die klingt genau so. Psst, leise. Noch ist ein lautloses Elektroauto für uns ungewohnt. In einigen Jahrzehnten werden die Strome aber völlig alltäglich sein. Derzeit sind einige Autofahrer immer noch skeptisch, wenn es um Elektroautos geht. Hohe Preise und geringe Reichweiten sind die Kritikpunkte. Alternative Antriebe werden nach und nach angeboten werden, damit verbunden günstiger und auch immer leistungsfähiger werden. Ja, alternative Antriebe sind sehr wichtig, sind ja die Antriebe der Zukunft. Ja, und das ist gerade für das Hochtechnologieland Baden-Württemberg von herausragender Bedeutung. Und es ist auch wichtig für die Umwelt. Ja? Anders bringen wir ja Fahren und Schonung unserer Lebensgrundlagen nicht übereinander. Das ist aber die Aufgabe dieses Jahrhunderts. Ja? Und das Ganze macht auch noch Spaß. Bei aller Verantwortlichkeit für die Umwelt ist es dem grünen Ministerpräsidenten wichtig, dass wir den Spaß am Autofahren nicht verlieren. In einem modernen Industrieland ist persönliche Mobilität wichtig. Neben den Elektroautos werden auch immer mehr der sogenannten E-Bikes für individuelle, aber saubere Fortbewegung sorgen. Zwei Räder, die einen Elektromotor an Bord haben, sind bereits jetzt ein Verkaufserfolg. Wenn aber immer mehr Elektrofahrzeuge unser Straßenbild der Zukunft prägen werden, brauchen die auch Strom. Doch dafür muss auch eine entsprechende Infrastruktur aufgebaut werden. Erst wenn der Strom regenerativ erzeugt wird, also durch Wind, Solar oder Wasserkraft erzeugt werden kann, dann ist diese Art der Mobilität auch sauber. Kohle oder Atomstrom sind auch für die Politiker keine Alternative. Die Fernziele der EU zeigen aber deutlich, dass die Verbrennungsmotoren früher oder später ausgedient haben. Einen CO2-Ausstoß von 10 bis 30 Gramm pro Kilometer kann man aber nur noch mit einem Elektroauto erreichen.